Ja, hallo Leute und damit endlich wieder herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Nach einer erneuten, ich glaube, das war jetzt schon die zweite etwas längere Pause innerhalb weniger Wochen. Und Grund war derselbe wie beim ersten Mal. Ich bin erkrankt und zwar derartig, dass ich leider nicht zum Aufnehmen kam. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Also ich fühle mich wieder fitter. Ich war erkältet, ganz böse mit Fieber und Gliederschmerzen und lag mehrere Tage am Stück im Bett. Die restlichen Tage habe ich Sims gespielt, weil zu was anderem war mein Körper nicht fähig. Und ich denke, ich müsste jetzt wieder fit genug sein zum Aufnehmen. Ja, so viel dazu. Es tut mir leid, dass es schon wieder zu einer etwas längeren Pause kam. Ist ja wie gesagt. Komm ich hier zu Yugi und Rigi? Gehen wir da mal hin? Komm, wir gehen da mal hin. Also, sorry für die zweite lange Pause. Ich hoffe, ich bleibe jetzt erstmal gesund, dass mein Körper erstmal fit bleibt. Haben die sich ein Zelt? Alter, ihr seid ja richtig weit gekommen. Ist es nicht vorher hier in der Wohnung, in dem Haus festgesetzt und sind jetzt 5 Meter weiter in einem Zelt hier gelandet. Ihr Helden. Ah ja, keine Ahnung, was uns hier erwartet, Leute, aber ich würde sagen, ich drehe meinen Ton. Ich habe einen Moment kleine Tonprobleme hier. Ich höre sie doch von den Kichern. Hört ihr sie auch kichern? Die rauchen doch schon wieder irgendwas Obskures. Na komm, das lassen wir uns nicht entgehen. Wir interagieren mit dem Zelt von Yugi und Rigi. Siehst du? Es klappt. Ich habe durch die Wand gesehen. Was? Drauf geschissen, du hast nur die Schritte gehört. Oh, nein, 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 ich bin auf einem Ohr taub. Schon vergessen, Sao Paulo? Stimmt, der Posaunenspieler. Der einarmige Posaunenspieler. Aber jetzt, wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen. Ja, das kann er. Aber er ist unser Besuch, also lass uns gastfreundlich sein. Das ist nur vom Feinsten. Wir nennen es Oculus Speed. Das Zeug sprengt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft. Aber dazu brauchst du noch einen Topper, mein Freund. Was zum Teufel machst du? Okay, ich bin noch in Kyrat. Ich wache nicht in Shangri-La auf. Aber, oh Gott, wenn ich jetzt wieder in der Arena lande, bin ich sauer. Ah, nee, ich glaube, die schleppen mich. Nee, die schleppen mich kein zweites Mal in die Arena. Was passiert jetzt? Bin ich doch in Shangri-La? So optisch? Ben hat mich unter Drogen gesetzt. Again! Da ist ein Tier. Hab ich. Come the fuck off! Warum? Was zur Hölle? Was ist das hier? Oculus Pliff. AJ, die Überraschung. So. AJ, die Überraschung. Tut mir leid. Yugi war etwas großzügig mit der Spritze, aber wir mussten dich schließlich für das Experiment transportieren. Diese Spritze soll die Grenzen deiner Wahrnehmung erweitern, ebenso wie dein Bewusstsein. Das sollte dir eine ganz neue Erkenntnisstufe und die spirituelle kosmische Einheit mit deiner Umwelt ermöglichen. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Die Dosis sollte reichen, bis du unseren Standort erreichst. Regi. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleiden willst. Heißt das jetzt, das Tier ist echt? Heißt das, ich kann hier sterben? Also ich hab... Oh Gott, das sind ja ganz viele Tiere. Oh Gott, das sind ja wirklich viele Tiere. Seid ihr beiden die grünen Dinger? Okay, ich hab ein Messer. Der fährt was Grünes hin und her. Ich habe meine Heilspritzen. Das ist auf jeden Fall beunruhigend. Shit, ey. Ich versuche mich mal nicht sehen zu lassen. Alter, ey. Irgendwas habe ich aufgenommen. Eine Granate? Ich glaube, ich habe eine Granate aufgenommen. Der sieht mich doch, ey. Ich bin...
Warum? Okay, die werden auf jeden Fall gerade von den Bären angegriffen. Ich gehe einfach mal dran vorbei. Verirrt und verwirrt. Jogi und Regi haben deine Ausrüstung. Finde sie. Wo bin ich? Alter, die Musik ist ja geil. Bisschen laut gerade für mich. Muss ich so schreien? Das ist nicht gut für den... Oh Gott. Und der Bär lebt noch. Was sind das denn alles für Tiere hier? Fuck, der Bär kommt auf mich zu. Oh, Scheiße. Wo bin ich denn hier? Der Bär läuft gerade da. Lalalala. Oh, da hinten läuft ein Tiger, glaube ich. Hast du Waffen für mich? Geil. Ich versuche mich trotzdem erstmal überall vorbeizuschleichen. Diese Tiere werden mir hier jetzt gerade alle angezeigt. Okay, da läuft. Oh, da. Oh. Lieber ein bisschen hier nach links. Da sehe ich nämlich zumindest gerade keine Gefahr. Alter, was geht denn? Warum sind hier denn überall so viele Tiere? Shit, aber der faucht nicht mich an. Ich glaube nicht. Das hinten ist ein Tier, das tut mir nichts. Dann laufe ich doch mal da in die Richtung so ein bisschen. Ich versuche... Boah, Alter, die Farben! Es geht! Ich habe keine Ahnung, was da ist. Oh Gott, ich muss da lang, aber da waren die bösen Tiere. Ich muss da schon irgendwie rum. Boah, Alter! Meine Augen! Gott, ich weiß nicht. Oh, da ist der Bär. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wo der Bär ist, aber ich habe den Bär gefunden. Scheiße, ich muss da lang, du Drecksteddy. Da vorne ist was Grünes. Seid ihr das, Jungs? Aber es ist nicht mein Ziel. Habe ich das denn? Sind... Das ist einer von meinen Leuten, oder? Hilf mir! Ich bin auf einem ganz schlechten Trip! Das sind wirklich meine Leute. Kann ich euer Auto nehmen? Ja, ich verstehe dich gerade nicht. Ich bin gerade in meiner ganz eigenen Welt, mein Freund. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das Auto zu nehmen. Oder ob ich nicht einfach hier relativ straight drauf zulaufen sollte. Ich habe jetzt nur Angst, dass mir der Bär wieder begegnet oder irgendein anderes Tier. Ja, die Farben. Okay, da sind Tiere. Das sind aber alles keine... Ihr könnt mich... Ah, da oben ist wieder was. Scheiße, und ich muss in die Richtung. Ey, komm schon. Shit, ich sehe es nicht mehr. Da läuft's. Bist du... Bist du der Bär von vorhin? Ich glaube nicht. Oh. Das sind zwar auch wieder Tiere, aber 100 Meter. Okay, ich laufe. So, aber die Tiere werden mir angezeigt, von wegen meine Wahrnehmung und mein Umfeld stärken. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich von dieser ganzen Aktion halten soll. Die sind da jetzt bestimmt nicht hier. Das sind Affen. Sind verschwunden, finde sie. Es war doch so klar, das ist... Ist jetzt gar nichts. Hier ist was zum Einsammeln. Ich weiß nicht, was das war. Hier ist so irgendwo eine Kiste. Ah, geil. Auch noch. Ach, eine Tagebuchseite war das. Und hier, das Loot nehmen wir auch noch mit. Droge oder nicht, Loot wird hier nicht zurückgelassen. Was piept hier so? Hier piept was. Jetzt piept es nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, was das war. Okay, da sind Tiere. Das Fliegding ist da oben, das macht keinen Sinn.
könnte das Ding zum Fahren nehmen, aber das macht mir nicht Sinn, oder? Oh Gott, Alter, die Farben machen mich fertig. Jetzt gerade sehe ich zum Glück auch keine gefährlichen Tiere. Aber ich hätte da hochgemusst, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich bin voll überfordert. Da war, glaube ich, was Böses. Ja, da läuft irgendwas Böses rum. Okay, er sieht aus wie ein Otter. SF-Ser kann mir auf den Sack gehen. Irgendwo da unten lang. Ich bleibe einfach hier oben. Da fährt jemand, aber das sind meine Leute. Sind das Nashörner? Scheiße, ich glaube ja. Es geht. Wer hat mich gesehen? Ach, das sind nicht meine Leute. Oh Gott. Macht euch erstmal hier. Lasst euch erstmal von den Nashörnern töten. Oh, Tatsache. Scheiße, ich muss aber auch in die Richtung. Ah! So, nicht auf der Straße. Ach du Scheiße, ich muss in die Richtung, in die Nashörner gerannt sind. Na geil. Wäre ich mal da oben lang gelaufen. Was sind die jetzt schon aggro? Geh mal in Deckung. Wenn du die Nashörner nicht angreifst, greifen sie dich bestimmt auch nicht an. Stimmt. Ja, komm, mach da und neu. Oh, scheiße, das hat er meine Richtung geguckt. Okay, aber es kommt nicht auf mich zu. Es kommt nicht auf mich zu. Ich höre Stimmen. Alter, Jungs! War ja jetzt ganz lustig und so. Es geht. Was denn? Alter. Wer bin ich und was will ich in meinem Leben erreichen? Oh, nicht schon wieder. Alter, warum? Oh! Lauf! Folgen Sie mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob das die richtige Richtung ist. Ich muss da hoch irgendwie. Okay, ich versuche mal hier rum. Ich bin beim Kloster. War das das Kloster? Shit. Komme ich überhaupt lang? Macht das Sinn auf die große Karte? Oh Gott, was hier abgeht. Da unten muss ich hin. Nee, es macht keinen Sinn. Hier oben komme ich doch never lang. Ich sollte schon der Straße folgen. Ah, Leute. Aber die Nashörner. Die waren mir nicht wohlgesonnen. Ich sitze jetzt weg. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Oh, Nashörner zu meiner Linken, Nashörner zu meiner Rechten und ein Feind direkt vor mir. Nashorn, guck mal, der ist böse. Ich komme ja wahrscheinlich nicht durch, ohne mal zu kämpfen. Ist er weg? Keine Ahnung, ich laufe einfach. Ja, ich weiß, da ist eine Maske. Aber da ist auch das Nashorn und... Oh, da sind Leute. Aber das sind keine, okay. Das sind nur irgendwelche Menschen. Auch wenn ich das ungern tue, ich glaube, es ist schlau, wenn ich jetzt der Straße folge. Guck mal. Kann ich fahren? Ich kann anscheinend fahren. Oh Gott. Ist auch noch mit der Musik dazu. Wahrscheinlich kommt nicht der Robbie Ray auch noch rein. Ich gucke mal ganz kurz auf die große Karte. Das ist doch... Ich muss hier irgendwie hoch. Ich muss hier... Guck mal, das ist ein unbekannter Ort. Da war ich noch nicht. Lass mich mal raus. Was seid ihr für Tiere? Ich glaube, ihr seid Vögel, oder? Ja, gut. Wie komme ich hier hoch? Komme ich hier so hoch, wie ich gerne hochkomme? Zugseilbahnwagen. Was? Zugseilbahnwagen. Wagen. Zugseilbahn. Ah,
cool. Das hat überraschend gut funktioniert. So, jetzt muss ich eigentlich nur den Weg... folgen. Ich will nicht. Ist das unter mir? Okay, aber ich sollte schon auf dem Weg bleiben, sonst komme ich da nicht hin. Komm schon. Ach, das war unnötig. Okay, ist weg. Da ruft irgendjemand um Hilfe, aber ich kann gerade nicht. Was hast du irgendwie... Ja gut, ich hab noch ein bisschen was. Oh Mann, wenn die da jetzt nicht sind, bin ich sauer. Komm schon, 100 Meter. Wenn die jetzt wieder einfach verpuffen, bin ich aber wütend. So, wie komme ich hier am besten runter? Ach Gott, jetzt bin ich ja wieder hier. Wo ihr mich überall hinschleift, Männer. Immer durch halb Kürat. Nein, ah, das war der falsche... Linker Trigger, nicht rechter Trigger, wenn ich runter will. Verzeihung. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Alter, Jungs, bitte. Warum ist denn hier jetzt alles voll mit Feinden? Scheiße, ich muss in die Richtung. Da ist aber auch ein Feind. What? Hier lang. Hier soll ich. Okay. Wie verwirrend. So, 112. Ey, Männer. Tut ihr mir das an? Ich muss runter, aber... Möglichst ohne zu sterben. Hier. Seid ihr doch niemals drinne. Oh, anscheinend doch. Alter! Oh Gott, wie... Wie hast du... Wie hat das... Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin. Das wird noch viel übler. Oh. Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, und da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Faul. Übrigens, hast du jetzt auch das Rezept? Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder einen Kick brauchst. Ja? Bis dahin. Sollen wir? Habe ich jetzt meinen Stuff zurück? Verirrt und verwirrt Mission. Oh ja. Oh, es sieht auch... Ach. Ey, ihr beiden seid so komisch. Hockt ihr hier jetzt noch? Die Fähigkeit Wirkungsdauer Boosts wurde für Jagdspritze im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Okay, ihr seid nicht mehr hier drin. Ihr Freaks! Ah! Fähigkeitenmenü, okay, ganz kurz. Fähigkeit immer weiter. Wirkungsdauerboosts. Ah, okay, das wurde jetzt freigeschaltet, aber ich habe Wahrheit und Gerechtigkeit noch nicht beendet. Deswegen kann ich das so oder so noch nicht machen. Schlüssel nach Norden. Okay, bewaffnet das Quarter, der Schlüssel nach Norden. Okay, okay. Oh Gott. Guck mal, Bärenhaut. Brauche ich noch für was anderes? Nee. Ich könnte... Okay,
Schwere Munitionstasche, aber okay, komm, wir müssen mal machen können. Schneeleopardenfell. Oh Gott. Das hört sich auch gefährlich an. Aber gut. Okay, Leute, ich würde sagen, gute 20 Minuten. Wo sind wir jetzt eigentlich? Beziehungsweise, wo haben wir... Ich weiß gar nicht, wo die uns rausgelassen haben. Also angefangen haben wir auf jeden Fall irgendwo hier oben. Und sind dann irgendwo hier unten gelandet. Das kann ich aber bestimmt nochmal wiederholen. Weil ich sehe sie gerade gar nicht auf der Karte. Nun gut, Leute. Das, ja, war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich hoffe für euch auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. In der Hoffnung, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass ihr das nächste Mal dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.